infrastructure talk. You probably know the Large Hadron Collider over at CERN. We heard quite a bit of it in the recent talks. This time, we will have a deep dive into the infrastructure. You can assume over the next speakers are doing a great job. Basically, it's pretty obvious because we're not stuck into a giant supermassive black hole. So please welcome, with a very warm applause, Severin and Stefan. Thanks. Thank you. Yeah. Hello everyone. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid, so viele Leute im Raum. In den letzten Jahren hatten wir ja einige Talks hier zum Thema LHC und der Physik, die da untersucht wird. Also wie Physiker die großen Datenmengen untersuchen, wie sie mit den großen Nummern dort umgehen. 3 Jahre vor drei Jahren hatten wir den Talk von Alex und letztes Jahr den von Carsten und Stefanie. Und wir wollen heute ein bisschen mehr auf das auf die Ingenieursleistung dabei eingehen. Stefan ist ein Elektrotechniker und er arbeitet in der Experimentalbereich und es geht um die Zuverlässigkeit der digitalen Komponenten. Ich bin Severin, ich arbeite auch am CERN. Ich beschäftige mich mit der Sicherheit, Maschinensicherheit. Ein kurzer Disclaimer vorweg. Der LHC ist sehr groß und sehr komplex. Wir versuchen es so gut wie möglich zu beschreiben. 45 Minuten sind im Grunde genommen nicht genug, um alles zu schreiben, aber wir erzählen euch was über die Untersysteme, die wir betreuen oder die, bei denen wir die meiste Ahnung haben. Und so, stellt euch mal vor, ihr wollt einen Teilchenbeschleuniger bauen. Was natürlich nicht geht, ist so die Größe des LHCs, weil der hat 30 Kilometer im Durchmesser. Aber es gibt da so drei grundsätzliche Herausforderung. Erstmal müsst ihr die Teilchen beschleunigen. Zweitens, ihr müsst die Teilchen natürlich auf der Kreisbahn halten und zu guter Letzt müsst ihr dafür sorgen, dass die Teilchen im Beschleuniger sind, nicht mit etwas beschleunigen, was sie nicht kollidieren mit dem, was sie nicht sollen. So, die Lösung, die man am LHC gefunden hat, ist ein Beschleunigungsmechanismus, der auf Radiofrequenzen beruht. Die Teilchenstrahlen werden mit supraleitenden Magneten gelenkt und um keine Kollisionen zu bekommen, die man nicht möchte, fliegen die Teilchen im Vakuum. So ein kurzer Überblick über das CERN selbst. Viele von euch wissen sicherlich, das CERN ist in der Nähe von Genf, im südwestlichen Teil der Schweiz. Wenn man ein bisschen reinzoomt auf diesem Luftbild hier, sieht man als roten Kreis den LHC, was vielleicht so ein bisschen als Perspektive dient. Das da oben ist ein Flughafen mit einer Runway-Länge von 3 Kilometern. Das da ist der Genfer See. Und ganz hinten sieht man noch den Mont Blanc von CERN aus gesehen. Wenn man etwas mehr reinzoomt, dann sieht man hier den ganz großen Collider der LHC, dann ein bisschen kleinere noch daneben. Und im Großen und Ganzen gibt es zwei Campusse, einer in Frankreich, einer in der Schweiz. Gibt noch zusätzliche Punkte, wenn wir da durchgehen jetzt mal kurz, dann haben wir den ersten. Das ist das ATLAS-Experiment. Das ist eines der großen und ganz Experimente. Auf der genau entgegengesetzten Seite hat man CMS, ein etwas kleineres, das ist ALICE, das im Speziellen für Bleiionen gebaut worden ist. Ein weiteres, das LHCb-Experiment, das im Speziellen für nicht-symmetrische Physik gedacht ist. Das ist bestimmt das, was ihr darüber kennt. Es gibt noch weitere, beispielsweise LHCf. Dabei geht es um nach vorne gestreute Teilchen, die in ATLAS entstehen. Da
Dazu gibt es das Totem-Experiment, auch Vorwärtsstreuung. Entschuldigung. Wir haben noch Modal, ein weiteres Experiment am achten Punkt, Totem im Punkt 5 und ein sehr neues Experiment jetzt, das nennt sich Phaser und wird gerade aufgebaut und wird wahrscheinlich 2020 in Betrieb gehen, wo es wiederum um Vorwärtsstreuung geht, wo dabei sollen Neutrinos detektiert werden. Dazu kommen die Beschleunigerstellen selber und hier ein Beamdump. Dort werden die Teilchen gedumpt, wenn sie aus dem Ring raus sollen. Und dazu kommt noch auf Punkt 3 und 7 ein Punkt, wo einfach genereller Service gemacht wird. So, an Punkt 4 gibt es die Linearbeschleuniger. Die sind relativ alt. Auf der linken Seite kann man hier sehen, die aus der zweiten Generation. Das ist einer der älteren Linearbeschleuniger. Die wurden bis letztes Jahr verwendet. Die sind jetzt ausgefasst und rechts sind jetzt die neueren, der LINAC 4, der kann besser beschleunigen. Dann haben wir die PSBs, die Proton-Synchrotron-Beschleuniger. Da sieht man auch wieder zwei Bilder. Was daran besonders ist, ist, dass da vier Strahlröhren sind. Dann haben wir den Proton-Synchrotron-Beschleuniger. Das ist die nächste Stufe der Beschleunigung. Der hat nur eine Strahlenröhre und von da aus geht es dann zum Superproton-Synchrotron, dem SPS. Und der hat einen Umfang von 7 Kilometern und da beschleunigen wir die Teilchen das letzte Mal, bevor sie dann in den echten LHC reinfliegen. Jetzt kennt ihr schon die verschiedenen Beschleuniger. CERN hat tatsächlich sogar noch einige mehr. Am bekanntesten ist das CERN natürlich für den LHC4, aber ganz, ganz viele gibt es auch in den vielen kleineren Vorbeschleunigern, bevor es zu dem großen LHC überhaupt geht. Da gibt es Experimente zur Materialwissenschaft, zur Antimaterie und solchen Dingen. Alles wird kontrolliert im CCC, im Science Control Center. Das ist auf der Nordseite, sieht ungefähr so aus. Wir haben da 5 Cs, die zueinander zeigen und ist immer 24/7 besetzt. Und da werden die Vorbeschleuniger, die ganzen energiekryonetischen Systeme und alles überwacht. Alles läuft auf Scientific Linux, das heißt, es ist quasi unsere eigene Linux-Distribution, die wir benutzen. Und die ist natürlich Open Source. So, wenn wir über den LHC-Strahl selber reden, da haben wir zwei Strahlen. Da gibt es einen, der mit der Uhr und einen, der gegen der Uhr fliegt. Und die werden dann, die kollidieren dann an 4 kontrollierten Punkten. Die meiste Zeit im Jahr werden Protonen fliegen gelassen und die dann aufeinander prallen gelassen und dann am Ende des Jahres, von etwa November bis Dezember, machen wir das mit Bleiionen. Es geht nicht wirklich um eine gerade, strikte Linie von Protonen, sondern es ist häufig mehr so ein Spaghetti von Strahlen und deswegen, das sind dann immer so Bunches und die werden dann zusammengefasst und bei Protonen sind das nicht so viele, aber bei Blei sind es dann bis zu 10 Millionen auf einmal. Insgesamt hatten wir im Jahr bis zu 10 hoch 6 Bunches. Der LHC selbst ist 27 Kilometer lang. Auf diesem Graphen kann man vielleicht ein bisschen was davon sehen. Es gibt 8 gerade Sektionen und 8 Kurven. Die Geraden sind immer da, wo wir Service-Gegenden haben, wo eventuell Experimente stattfinden. In diesem Bild ist es nicht so sichtbar, deswegen haben wir hier nochmal ein genaueres. Das hier ist eine von diesen geraden Abschnitten, wo man sehen kann, dass da das Aluminiumfolie drum. Und da sind auch keine Magneten drumherum und da sieht man zum Beispiel, dass in den Bögen, da ist immer ein großes Rohr drumherum. Das ist ein sehr bekanntes Bild, weil man da diese blauen Dipolmagnete drumherum hat. Der Tunnel selbst ist ein Node-Tunnel, der hat einen Durchmesser von 3,8 Metern und eine
einen Umfang von etwa 26,659 Kilometern. Da ist eine Röhre, in der all die Kryogenik langläuft, also die Kühlung und die Gase. Dann haben wir die Magnetröhre selbst, um die Partikel zu lenken, und dann die elektrischen Installationen, um Elektrizität und Signale zu allen Magneten zu senden. Die Geografie und Topografie ist etwas komplizierter, weil wir im westlichen Teil eine Berggegend haben, und die ist ziemlich hart, die ist natürlich aus Limestone, Granit, und wenn man das Ganze aber halt gerade gemacht hätte, dann hätte man wesentlich tiefer in das Granit graben müssen. Deswegen wurde entschieden, den RHC-Tunnel etwas schräg anzulegen, mit einer Steigung von etwa 1,4%. Die Tiefe ist zwischen 50 Metern an Punkt 8 und die etwa 170 Meter tief an Punkt 4. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Magneten geredet, aber wir würden gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, warum brauchen wir Magneten? Vielleicht habt ihr schon gelernt, dass wenn man ein magnetisches Feld hat und geladene Partikel, dann kann man diese geladenen Partikel um einen Bogen in dem magnetischen Feld biegen. Abhängig von der Ladung der Partikel biegen sie sich rechts rum oder links rum. Da gibt es diese berühmte rechte Hand und linke Handregel. Und am LHC können wir dafür nicht normale Magneten benutzen, wie normale Magneten, sondern wir müssen Elektromagneten benutzen, weil nur die sind schnell genug, ein elektromagnetisches Feld zu bauen, um diese schnellen Partikel genügend zu biegen. Im LHC sehen wir Dipolmagneten mit einem Feld von 8,8 Tesla und einem Strom von über 11 Ampere. Wir haben zwei verschiedene Magneten. Wir haben die Lenkmagneten, das sind die Dipolmagneten, und wir haben die Injection Extraction Magnets, die sind auch Dipole, aber die sind etwas anders aufgebaut, weil die Einführung und Ausführung, die muss sehr schnell sein. Die müssen gestartet werden können mit einem vollen Magnetfeld in ein paar Mikrosekunden. Dann haben wir komplexere Magneten, ja, und die haben mehr Pole, und die werden benutzt, um den Strahl selbst zu fokussieren oder zu entfokussieren. Insgesamt haben wir also 1200 Dipolmagneten, 850 Quadrupolmagneten und dann noch etwa 4800 mit höheren Graden. Die Dipolmagnete bestehen aus zwei Linsen. Die werden benutzt, um den Strahl zu biegen. Und in der Mitte des Magneten kann man sehen, dass da ein Loch ist. Und dann gibt es eine metallische Struktur drumherum. Und dann daneben, neben dem Loch, gibt es diese zwei Metallblöcke, die darum geformt sind. Die Magnetlänge ist etwa 15 Meter und die Manufakturpräzision ist ungefähr 1,5 mm. Die Vierpolmagneten werden benutzt, wenn wir Bunches haben, in denen Partikel sind, die viel von der gleichen Charge sind, und dann verhindern wir damit, dass die Partikel, die den Röhrenrand berühren. Und so können wir diese Vierpolmagneten benutzen, um einen Strahl zu fokussieren oder zu entfokussieren. Die Quadrupolmagneten bedeuten, dass man halt vier Magneten hat, vier Pole für diese Linse. Um etwas mehr ins Detail zu gehen über Fokussieren und Entfokussieren, da gibt es am Anfang also einen ganz normalen, unfokussierten Partikelstrom, und deswegen geht man durch den ersten Quadrupolmagneten und das wird nur in einer Achse gemacht, und in der anderen Achse haben wir dann dadurch einen Entfokussierungsaspekt, und dann brauchen wir einen zweiten Fokussiermagneten, um den Magnet wieder doller zu fokussieren. Und hier in der Mittelachse kann man sehen, wie der Beam ungefähr aussieht.
Da sieht man in, ganz links, dass man erst einen unfokussierten Strahl hat und dass er dann in eine Richtung fokussiert wird und dann wird er wieder in die andere Richtung fokussiert. Und so muss man halt mehrere Vierpolmagneten hintereinander benutzen, um den Strahl effektiv zu fokussieren. In den LFC-Magneten haben wir sehr hohe Ströme. Wir brauchen diese Ströme, weil wir andernfalls nicht die Hochenergiestrahlen biegen könnten. Und wenn wir normale Kabel benutzen würden, wäre es nicht möglich, daraus so einen Magneten zu bauen. Deswegen benutzen wir Materialien, die nennen sich Superleiter, weil sie einen Effekt haben, dass sie fast null Widerstand haben an einem bestimmten Temperaturpunkt. Und wenn man diesen Punkt oder niedrigere Temperaturen erreicht, kann der Strom ohne irgendwelche Behinderungen durch das Material fließen. Dafür müssen wir die Magneten aber extrem stark kühlen, was schwierig, aber möglich ist. Und da kann man rechts zum Beispiel einen alten Plot sehen von 1911 in Dänemark. Da hat eine Forscherin namens Heike Onnes den Superleiter-Effekt untersucht und festgestellt, was die Temperatur war, die nötig war für die Superleitung. Um den Unterschied zwischen einem normalen und einem Superconducting-Kabel zu zeigen, kann man hier rechts sehen zum Beispiel, das wäre die ungefähre Menge an Kabel, an konventionellem Kupfer, die man bräuchte, um das gleiche an Strom zu leiten, wie der Superleiter, der da oben zu sehen ist. Und deswegen kann man hier ganz klar sehen, warum wir superkonduktierende Kabel benutzen. Genau. Dazu wird ein spezielles Zinn benutzt und betrieben wird das bei 10 Kelvin. Und für unsere Anwendung benutzen wir aber minus 1,9 Kelvin. So. Ja, manchmal ändern sich die Zustände der Magneten und dann gibt es kleine Vibrationen. Auch manchmal gibt es zu höhere Ströme. Und was dann passiert ist, dann gibt es eine Quetschung. Und wir können das feststellen, weil wenn es eine Quetschung gibt, dann ändert sich der Widerstand der Magneten. Und wir haben dafür ganz besondere Elektronik, wie hier das auf dem Bild. Und mit diesem System messen wir den Widerstand an verschiedenen Stellen des Magneten und mit einem FPGA werten wir das aus und triggern dadurch einen Interlock. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist ein Kabel, das einmal durch den gesamten Kabel geht. Es gibt tausende Schalter und jetzt angenommen, dass eines von diesen Systemen dann mal aufgeht, dann wird die gesamte Maschine, also der gesamte Beschleunigerring, ausgeschaltet. Und dazu dann muss natürlich die gesamte Energie aus dem Magneten und dem der Elektronik ausgeleitet werden und dafür gibt es solche Ausleitungswiderstände, die hier auf dem Bild zu sehen sind. Sie sind gekühlt in Öl, sind etwa 4 Meter lang und wenn es wirklich mal zu einer solchen Quetschung kommt und durch die Widerstände der ganze Widerstand abgeleitet wird, dann heizen sie sich auf zu 700 Grad Celsius und es braucht einige Stunden, bis sie wieder ausgekühlt sind. Es gibt dann natürlich auch so Umspannungsdinger. Das Problem an den Power Convertern ist, dass sie um den Strom zu messen, muss man den Strom erstmal in die richtige Richtung. Die Strommessung muss sehr exakt sein und eine sehr exakte Stabilität haben. Hier kann man sehen, dass die in den 24 Stunden, die sie messen, nur eine Abweichung von 5 ppm haben dürfen. Das heißt 65 Milliampere bei 13.000 Ampere Strom. Dazu mussten wir unsere eigenen ADCs bauen, also Analog-Digital-Konverter, die diese Präzision haben können. Und das Ganze muss also auch in sehr genau temperaturkontrollierte Umgebung platziert werden. Okay, Kühlung. Wir haben ja schon erzählt, wir benutzen superleitende Magneten und die müssen gekühlt werden.
Unsere superleitenden Magneten am LHC müssen auf 1,9 Grad Kelvin heruntergekühlt werden. Und wenn wir den LHC starten, dann kühlen wir erstmal flüssigen Stickstoff runter. Insgesamt 6000 Tonnen auf eine Temperatur von 80 Kelvin. Danach kühlen wir weiter die Magneten weiter runter auf 1,9 Grad Kelvin mithilfe von 140 Tonnen flüssigen Helium. Um das mal so zu vergleichen, der Weltraum hat etwa eine Temperatur von 2,7 Grad Kelvin. Das bedeutet, der LHC ist wesentlich kühler als der Weltraum. Jeder Magnet muss etwa einen Monat lang runtergekühlt werden und die 15 Meter langen Magnete brauchen, verkürzen sich dabei um circa einen Millimeter. An jedem der 8 Punkte vom LHC haben wir Kompressoren, die das Helium herunterkühlen. Und dann, wenn wir das komprimierte und gekühlte Helium haben, pumpen wir es runter. Und mit ein Heliumstrom hat dann etwa 4,5 Kelvin. Und unten in der Röhre haben wir dann einen weiteren Kompressor, der dann das Helium weiter runterkühlt auf 1,8 Kelvin, sodass damit dann tatsächlich der Magnet gekühlt werden kann. Helium hat einen lustigen Effekt, nämlich dass bei etwa 2,17 Kelvin das Helium superfluid wird. Das bedeutet im Prinzip, dass das Helium im Prinzip überall hinfließen kann und es kann sogar gegen die Gravitation fließen. Und das ist sehr praktisch, weil wir benutzen das flüssige Helium. Der Vorteil ist, dass durch den Winkel, den der LHC hat, also er steht ja schräg im Berg, dass das Helium dann eben quasi hoch fließen kann. Wir müssen teilweise das Helium sogar gegen die Gravitation nach unten pumpen. Und das ist halt etwas, da müssen wir sehr genau darauf achten, weil der LHC ja so einen Winkel hat. So, ihr habt jetzt so im Grunde eine Idee bekommen davon, was wir für Probleme am LHC haben. Und alles, was wir jetzt gemacht haben, war uns damit beschäftigen, wie wir den Strahl ringsrum bekommen durch den Strahl. Und jetzt ist natürlich noch ein anderes Problem da, nämlich die Beschleunigung. Und bei einem großen Synchrotron, wie beispielsweise dem LHC, da benutzt man sogenannte Radiofrequenzsysteme dafür zur Beschleunigung. Da wollen wir jetzt mal eine kurze Zusammenfassung machen über den Beam. Also wir hatten gesagt, die Teilchen im LHC kommen in Bunches daher, also in Paketen mit etwa 100 Millionen Protonen. Und diese Bunches haben einen Abstand von etwa 25 Nanosekunden, wenn sie aneinander vorbeifliegen. Und die jetzt daraus resultieren die Aufgaben des Radiofrequenzsystems, nämlich erstens die Pakete von Teilchen eng zusammenhalten. Und das zweite ist natürlich, sie zu beschleunigen. Sie werden in den Beschleuniger eingeleitet mit 450 Gigaelektronenvolt und müssen dann im Beschleuniger beschleunigt werden auf 13 Teraelektronenvolt. Ihr könnt euch jetzt Radiofrequenz als ein schnell änderndes magnetisches elektrisches Feld euch vorstellen. Und diese Wellen werden in eine sogenannte Kavität eingeleitet. Und dort drin ändert sich das Feld sehr schnell. Dieses RF-Signal, das sich wechselnde Feld, wechselwirkt jetzt mit den Elektronen, mit den Teilchen-Bunches. Und dabei werden halt schnelle Teilchen zu dem positive Teilchen werden ins negative Feld hineingezogen, vom positiven abgestoßen. Und ist genau getuned darauf, auf die Geschwindigkeit, mit der die Teilchen durch den LHC laufen. Das bedeutet, dass Teilchen, die zu langsam sind, ein bisschen beschleunigt werden, weil sie zu spät ankommen, und Teilchen, die zu schnell sind, die vorauslaufen, werden halt abgebremst. Wir nennen das longitudinale Fokussierung, und das wäre natürlich sehr ineffizient, wenn wir das Feld
einmal ändern würden für jedes Bunch der Elektronen. Deshalb machen wir das 10-mal. Das bedeutet, die Frequenz ist 10-mal höher als die Zeit, die das Teilchenpaket braucht, um durch die Kavität zu fliegen. Und dadurch werden die Teilchen wesentlich enger gepackt und die Fokussierung ist besser. Hier sieht man eine von diesen Kavitäten und wie sie im Tunnel eingebaut sind. 8 von diesen werden pro Strahl benutzt und das sind die Dinger, die benutzt werden, um die Energie in den Strahl zu bekommen. Sie sind auch super supraleitend, um den thermischen Stress also zu reduzieren. Und sie müssen sehr, sehr präzise gebaut werden. Und es gibt sehr, sehr kleine Bautoleranzen, sodass das alles sehr exakt abgestimmt ist. Das Zweite, was man natürlich braucht, ist eine Quelle für das Hochleistungsradiosignal. Dazu benutzt man Hochleistungsradioröhren, Radiosignal. Und jedes dieser Klystronen produziert 300 Kilowatt Leistung. Und dann hat man, das ist eine enorme Leistung, weil eure Mikrowelle hat beispielsweise nur 300 Watt. Insgesamt hat man dann 16 von diesen Klystronen, die insgesamt eine Leistung von 4,8 Megawatt liefern, die benötigt werden, um den Strahl im NHC zu beschleunigen. Wenn wir uns das jetzt angucken und das haben, haben wir nur eins der Probleme gelöst, nämlich die Teilchen fokussiert zu halten. Und wenn man die Teilchen injiziert und die Frequenz auf eine bestimmte Frequenz setzen, dann bleiben die Teilchen zusammen. Also wenn die Teilchen in den LHC injiziert werden, dann muss die Frequenz dieser Radiofrequenz, also diese Radiofrequenz langsam erhöht werden, indem wir die Frequenz erhöhen, werden die Teilchen immer weiter beschleunigt. Aber diese Änderung ist sehr, sehr gering. Manchmal sind es weniger als 1 in 1000. Und dadurch wird langsam die Energie immer weiter hochgefahren, bis eben die maximale Energie der Teilchen erreicht ist, die dann benötigt wird für die Teilchenkollisionen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das Signal, dass die Frequenzen, die Beschleuniger so genau aufeinander abstimmt. Und das öffnet jetzt einen ganzen Komplex des Timings. Das Radiosignal kommt ursprünglich aus einem Faraday-Käfig, einer ganz besonders abgeschirmten Bereich. Und von dort aus wird es dann verteilt zu den Lower-Level-Radiofrequenzsystem, beispielsweise den Kavitäten und den Klystronen. Und es gibt dann halt verschiedene Methoden, das zu erzeugen, benutzt werden. Manchmal bewegt sich ein Proton-Bunch über eine bestimmte Position vom LHC und dann das andere, was man beobachten kann, ist, dass es eine Umdrehungsuhr gibt, die halt indiziert, dass ein Orbit um den LHC vervollständigt wurde. So, warum ist das jetzt ein wichtiges Stück Information? Aber wenn man zurück an dieses Bild vorhin, das Severin schon vorhin gezeigt hat, über den Beschleunigerkomplex, die große Komplexität, die durch das alles entsteht, ist die Synchronisation von allen diesen Maschinen. Man muss halt bedenken, dass während manche um den LHC fliegen, und dann manche immer wieder neu eingefügt werden von den anderen Beschleunigern, muss das sehr, sehr exakt synchronisiert werden. Und deswegen haben die verschiedenen Beschleuniger ein gemeinsam synchronisiertes Zeitsystem, um die Injektion von neuen Partikeln in den LHC besser synchronisieren zu können. So sieht ungefähr so ein Zeitverteilersystem aus. Es ist ein sehr kleiner Ausschnitt davon. Aber es zeigt euch, dass es hier irgendwo
unten im CERN riesige Räume gibt, die nur dazu da sind, die richtige Zeit an alle Teile des LHC und der Beschleuniger zu verteilen. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, zukünftige Collider, größere Collider werden nochmal wesentlich mehr genaues Zeitequipment brauchen. Und deswegen hat der CERN ein eigenes Zeitverteilungssystem entwickelt, das auch Open Source und frei für alle ist. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne nachgucken. Aber nicht nur die Beschleuniger selbst sind an diesem System interessiert, sondern auch andere Teile des Beschleunigers, sondern auch alle Experimente sind daran interessiert, dass eine genaue Zeit vorhanden ist, damit man weiß, warum und vor allem wann welche Kollision in einem Experiment jetzt stattgefunden hat. Wann die Bunches an ihrem Experiment vorbeigeflogen sind. Das ist extrem wichtig, dass sie ihr Tracking auch exakt in der Zeitachse kontrollieren können. Und dadurch wissen, welche Events wann in deren Speicher- und Verarbeitungspipeline stattgefunden haben. So, da ging es jetzt erstmal um Beschleunigung und Timing. Und jetzt kommen wir zum dritten Problem, und das ist das, dass die Partikel davor geschützt werden müssen, dass sie mit irgendwas kollidieren, außer sich selber oder dem Strahl. Und dafür brauchen wir die Vakuumsysteme. Wieder, es geht darum, es ist nicht so einfach, wie einfach eine Vakuumkammer ziehen, sondern aber es gibt nicht nur ein Vakuumsystem, sondern es gibt drei Vakuumsysteme am LHC. Die ersten beiden sind vielleicht nicht so interessant. Die ersten sind Isolierungsvakuumsysteme für die kryogenischen Magnete. Die isolieren vor allem thermisch die Magneten, die ja sehr niedrige Temperaturen haben von der umgebenden Luft, um zu vermeiden, dass sie zu viel aufwärmen. Und genau das gleiche gilt für die Helium-Leiterröhren. Die werden auch so isoliert. Und das Wichtigste ist das Strahlvakuum. Das ist auch wahrscheinlich das Interessanteste. Da geht es um die Röhre, in der die Strahlen langfliegen. Das hier ist ein Bild von dieser Röhre, wo die Partikel langfliegen. Und eventuell fragt man sich jetzt, also wenn man alle die Partikel da drin, wenn man sicherstellen will, dass da wirklich keine ungewünschten Kollisionen stattfinden, wie viele Moleküle dürfen dann noch da drin sein? Und typisch sagt man das als eine Beam-Lifetime, eine Strahllebenszeit. Also wie lange kann man die Partikel in einem Kreislauf am Lauf halten, ohne dass sie immer weiter sich aufsprühen und verstreuen. Und da haben wir als Zeitwert gesetzt, dass der Strahl etwa 100 Stunden laufen können soll, ohne verloren zu gehen. Und deswegen ist unsere Anforderung dafür, dass da drin 100 Femtobar an Luftdruck drin sind. Um dieses Level an Vakuum zu erreichen, braucht man viele Stufen und viele Komponenten, um dieses Vakuum überhaupt zu erreichen. Also das ursprüngliche Vakuum in der Strahlenröhre, die da langläuft, hat ein Gesamtvolumen von etwa der Notre-Dame-Kirche in Paris. Und wir benutzen turbomolekulare Pumpen, um erstmal die Luft da rauszuziehen. Und dann braucht man noch mehr Mechanismen, weil diese Pumpen nicht den Luftdruck auf das nötige Level reduzieren können. Und dafür wird jetzt ein sehr cleverer Trick benutzt, und zwar Kryopumpen. Die äußere Röhre von dieser Strahlenröhre ist auch die, in der das extrem kalte Helium lang gepumpt wird. Und was das macht, ist, dass es zu einem Effekt namens Kryopumpen führt. Das heißt, jegliches Molekül, das die Hülle trifft, kondensiert dort sofort und wird dann entsprechend automatisch von der Atmosphäre in dieser Röhre entfernt und erhöht dadurch die Qualität des Vakuums. Und mit dieser Hilfe und noch ein paar cleveren Beschichtungen der Röhre von innen kann man die Vakuumlevel erreichen, die benötigt sind, um diese Experimente durchzuführen.
Ein Problem, das hierbei aufgetreten ist, ist, dass ein Effekt ein Problem erstellt. Und das ist die Synchrotronstrahlung im Vakuum. Synchrotronstrahlung ist ein Effekt, wenn man einen Teilestrahl biegt, dann kann es passieren, dass wenn ein Element doch die Röhre trifft, dort Moleküle freigibt und sie wieder ins Vakuum freigibt und dadurch das Vakuum wieder verschlechtert. Ein weiteres Problem des Synchrotron ist außerdem, dass es extrem viel Hitze gibt und sehr viel Hitze erstellt. Und das über dieses Helium abzuleiten, ist nicht sehr effizient. Das Helium so zu kühlen, ist extrem energieineffizient. Und wir brauchen deswegen extrem viel Helium. Wir brauchen etwa 1 Kilowatt an Energie. Und deswegen brauchen wir ein weiteres Bauteil. Das wird genannt der Beam Screen. Also der Strahlenschirm. Und der läuft auch entlang der Strahlenröhre und schirmt den Synchrotron von der Hitze ab. Und diese Röhre wird nur auf etwa 20 Kelvin gekühlt. Und das ist wesentlich effizienter, um die Hitze abzuleiten. Und die Stahlröhre ist etwa 1 Millimeter dick und hat so Pumplöcher, wo das Wasserstoffmoleküle durch können. Und innen hat es eine Kupferbeschichtung, die benutzt wird, um den elektrischen Widerstand zu verringern, was nötig ist, damit der Strahl, der ja auch einen Strom induziert, der sonst in dieser Röhre passieren würde, der würde dann wieder die Hitze erhöhen, deswegen wird das so gemacht und deswegen ist da auch so viel Ingenieursarbeit drin. So, nachdem wir jetzt so viel über all die Dinge gesprochen haben, die nötig sind, um einen Strahl überhaupt erstmal zum Kreisbewegen zu bringen, können wir jetzt gleich über den Strahl und die Instrumentalisierung dieses Strahls sprechen. Auch wenn wir jetzt nicht uns um die Kollisionen kümmern, das Erste, was man benötigt, ist ein Teil, mit dem man den Strahl kontrollieren und beeinflussen kann. Das nennt sich Beam, also Strahlreinigung. Man muss halt dafür sorgen, dass der Strahl ist nie wirklich super sauber, sondern er reist immer mit so einer Halo von Teilchen durch den Beschleuniger. Und diese Teilchen rings um den Strahl wollen wir irgendwie reduzieren und entfernen. Weil sie genau diese Quetschungen in den Magneten auch hervorrufen können. Dafür gibt es dann solche Schlitze, die an 2 Stellen im LHC eingebaut sind. Diese sind vertikal und horizontal. Und man kann sie schalten und dadurch kann man genau die Teilchen entfernen, die man weghaben möchte, ohne dass man den Kernstrahl beeinflusst und dieser kann weiterhin im Beschleuniger zirkulieren. Dann ist dann noch ein anderes offenes Thema, nämlich wenn man einen Teilchenbeschleuniger betreibt, dann möchte man gerne auch wissen, wie die Qualität des Strahls aktuell ist. Und man braucht das natürlich, damit man die beste Leistung erreichen kann, weil wenn man nicht weiß, was der aktuelle Stand ist, geht das nicht. Und die einfachste Messung, die man machen kann, ist der Strahlstrom. Es ist so etwas wie die Helligkeit, die Intensität des Strahls. Und da möchte man natürlich wissen, wie viel fließt gerade durch den Beschleuniger. Dafür benutzt man sogenannte Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Konverter. Und die Teilchen, die dadurch fliegen, erzeugen eine induzierte Spannung im Messgerät. Und diese kann man dann messen. Das Gerät ist sehr groß, weil man möchte mit diesem Gerät möglichst alles gleichzeitig messen können, von der kleinsten Intensität im Strahl bis zur höchsten Leistung mit möglichst vielen Teilchen. Und dafür muss man eben einen großen Bereich ab,
abdecken. Das zweite ist die Luminositätsmessung. Und die Luminosität ist die Größe, mit der man misst, wie viel Strahl vorhanden ist. Diese Messung wird genutzt, um die Injektionsrate zu optimieren auf die Zielwerte und wird genutzt, um die Interaktionsrate der verschiedenen Experimente aufeinander abzustimmen. Es hilft Ihnen, die Statistik Ihrer Daten zu verbessern. Und außerdem misst man damit den Winkel, in dem sich die Strahlen kreuzen. Und dieser Winkel ist sehr klein und deshalb müssen wir ihn sehr genau messen können. Wir können das zu weniger als einem Tausendstel Grad. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil das Prinzip dieser Messung ja im Prinzip ziemlich einfach ist. Das ist das Zweite. Und das Dritte wäre dann die Positionsmessung des Strahls innerhalb des Strahls, weil wir wollen möglichst immer wissen, wo der Strahl zu jedem Zeitpunkt ist. Es bedeutet, zu jedem Zeitpunkt müssen wir das messen können, um es dann wieder zu beeinflussen. Dafür benutzt man diese Strahlpositionsmonitore. Die sieht man hier. Das sind sogenannte kapazitive Fühler. Und die gibt es an vier Punkten, oben, unten, links, rechts, sind verteilt an 1000 Stellen im Strahl und geben dann eine Rückmeldung, die dann genutzt wird, mit den Magneten die Strahlen zu beeinflussen. Ihr habt also jetzt ein Gerät, was euch sagt, wo der Strahl ist. Und dann wollt ihr noch wissen, wie die Intensitätsverteilung ist. Also quasi, wenn ihr einmal durch den Strahl durchschneidet, wo ist der Strahl stark und wo nicht. Dazu benutzen wir zwei verschiedene Systeme. Eins misst es in X und Y, also einmal im Querschnitt. Das wird gemacht durch Kabel, Wire-Scanners, also ganz dünne Kabel, die da durchlaufen. Und mit diesen kann man dann so ein Profil hier erzeugen. Das andere ist das longitudinale Profil, also entlang der Beschleunigungsachse. Und das heißt, ihr könnt euch angucken, ihr könnt euch den Strahl nur über eine Stelle sehen und dann sehen, wenn er durchläuft, wie sieht er aus. Darüber hinaus gibt es den Beam Loss Monitor, also der Strahlverlust. Gibt ihr euch Informationen über die Strahlverluste und die davon auch gibt es mehr als 1000 und die Idee dahinter ist, dass man mehr als 1000 kleine Interaktionskammern gibt, wo man Teilchen reinleitet und dann den Regen der entstehenden sekundären Teilchen misst. Das benutzt man, um das System zu schützen, denn wenn es einen zu großen Verlust an Energie gibt, dann muss das System sofort heruntergeschaltet werden innerhalb von weniger Nanosekunden, weil nur dadurch lässt sich der Beschleuniger sicherheiten, weil möglicherweise, wenn der Strahl entweichen würde, dann würde er den ganzen Beschleuniger zerstören und man müsste ihn komplett neu aufbauen. Und worüber wir jetzt mehrfach gesprochen haben, ist das Ausschalten des LHCs, was wesentlich einfacher klingt, als es ist. Das Letzte, worüber wir sprechen möchten, ist der Beamdump, also ein Mülleimer für den Strahl. Und der besteht aus einem Klotz aus etwa einer Tonne Kupfer. Und wenn der Beam dann eben aus dem Beschleuniger herausgeleitet wird, dann muss die gesamte Energie des Strahls verteilt werden. Dafür ist eben dieses Gerät besonders konstruiert. Es gibt dabei einen Kickermagneten, der in extrem kurzer Zeit innerhalb von einer Mikrosekunde eingeschaltet werden kann und dann ganz kontrolliert den Strahl in diesen Kupferblock ausleiten kann und dabei eben die Energie ableitet. Wenn das dann tatsächlich mal passiert, heizt er sich auf bis zu 800 Grad Celsius auf und muss dann erstmal abkühlen. So, und ob ihr das wisst oder bisher auch nicht, aktuell ist der LHC nicht
Also ist der LHC nicht in Betrieb, sondern er ist ausgeschaltet. Wenn er eingeschaltet ist, dann gibt es diesen Status, dieses Status-Dashboard, die es auf allen möglichen Bildschirmen rings im CERN gibt, aber eben auch im Internet. Und dort kann man sich angucken, wie der aktuelle Zustand des Beschleunigers ist und des Strahls. Und es kann auch dazu genutzt werden, um einfach mal kurz zu sehen, ob man als Betreiber des Strahls irgendwo hingehen muss und wer die nächste Schicht hat. Um euch mal zu zeigen, wie es aktuell aussieht. Aktuell ein schwarzer Bildschirm, der sagt, es ist aus, Shutdown, und Inspektionen finden statt bis 2021. Ihr könnt das von zu Hause euch ansehen, denn es ist öffentlich verfügbar, wie das meiste, was wir am CERN machen. Und wie gesagt, es wird sich nicht groß ändern im nächsten Jahr, aber es wird sehr interessant sein, dann zu verfolgen, wie die Kommissionierung des Systems stattfindet, wenn dann der Shutdown beendet wird. Wenn ihr aber auch einfach mal das Bedürfnis habt, vorbeizukommen am CERN, es gibt die Möglichkeit, CERN zu besichtigen. Die Touren dafür sind kostenlos und dafür müsst ihr einfach nur die folgende Website besuchen und dann einen Termin vereinbaren. Damit möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und ja. Thank you, Stefan and Severin. If you have questions, there are 6 microphones in the room. Please make a queue and we start with a signal angel. Fragen vom Signal Angel. Fragen, ja. Es wird gesagt, es gäbe da irgendwo so einen großen, dicken, roten Knopf. Wie oft muss der wohl schon gedrückt worden sein, um den LHC auszuschalten? Ich kannte dich jetzt nicht so gut verstehen, aber ich glaube, die Frage war, wie oft wir das Beam-Dump-System benutzen, um den Beam zu löschen. Ob es da einen Notausknopf gibt. Ah, okay. Also ja, es gibt mehrere Notausknöpfe, viele Buttons an fast jedem Beam-Lockout, diese Beam-Lockout-Switches, die Beam-Ausschluss-Schalter, die gibt es viele. Wann immer wir den großen Hadron Collider am Laufen haben, dann haben wir am Anfang eine sehr, sehr hohe Luminosity, also sehr, sehr viele Partikel, die miteinander kollieren. Aber nach etwa 12 oder 15 Stunden lässt die Luminosität nach und deswegen, genau, die wird einfach weniger. Und irgendwann wird der Operator dann halt entscheiden, dass er den Strahl nicht mehr braucht und dass er ihn entfernen wird. Und dann wird er komplett entfernt. Und das passiert manchmal alle 12 Stunden, manchmal alle 24 Stunden, irgendwie sowas. Mikrofon 4. Wo kommt denn die ganze Energie her? Habt ihr Kraftwerk? Wir bekommen allen Strom aus dem französischen Netzwerk. Wir bekommen also fast alle unsere Energie von da. Das sind etwa 450 Kilowatt. Und dann haben wir noch unsere eigenen Transformatoren on-site, also auf unserem Gelände. Und ein kleiner Teil der Energie kommt auch aus dem Schweizer Energienetz. Aber das meiste ist das Französische. Vielen Dank für die Frage. Mikrofon 1. Hallo. Vielen Dank für die Präsentation. Wenn ich euch richtig verstehe, dann kann der Strahl einen großen Block Beton auf einige 100 Grad aufheizen. Könnte man das als Waffe benutzen? Nee, wir glauben eher nicht. Wir würden da auch nie drüber nachdenken und selbst wenn wir kennten, wäre es wahrscheinlich auch eher eine unpraktische Waffe. Aber wenn das Telefon mal wieder kaputt ist, dann könnt ihr den Beschleuniger. Ihr habt gesagt, ihr könnt innerhalb von einer Nanosekunde stoppen, aber
In der Strahl bewegt sich ja nur 40 Zentimeter in einer Nanosekunde. Wie kriegt ihr das in so einer kurzen Zeit hin? Also wovon ich gesprochen habe, sind die Magneten, die den Strahl aus dem LHC raus navigieren. Die haben Einstellzeiten von nur ein paar Nanosekunden. Und dann aber müssen die Partikel natürlich noch bis zu eine komplette Umdrehung um den LHC rum, um dann halt abgeleitet zu werden. Habt ihr Fotos von dem Eingang von dem Strahldump, also wo der Strahl sich auflöst? Nee, haben wir nicht wirklich. Also das Bild, was wir euch vorhin gezeigt haben, war eins der wenigen Bilder, die wir finden konnten. Die Gegend ist nicht wirklich offen seit der Operation des LHC, die 2008 gestartet hat. Und seitdem ist das Beamdump-System kaum geöffnet worden, weil es komplett abgeschottet ist mit ganz viel Edelstahl und deswegen gibt es auch nicht so viele Bilder. Mit Bezug auf die Stromversorgung, wie schaltet man die Ströme? Benutzt ihr da ganz gewöhnliche Siliziumtransistoren oder gibt es da spezielle Technik? Das System wurde beim CERN entwickelt und wir entwickeln die meiste Technologie selber, das ist bei uns so üblich. Aber dann für die Produktion benutzen wir häufig die Industrie und ja, das sind größtenteils sehr klassische Stromkonverter. Das Interessante da ist tatsächlich, dass der Strom halt auch gemessen werden muss und auch sehr genau kontrolliert werden muss. Und dafür benutzen wir diese DCCTs, die vorhin erwähnt wurden, und all diese Kontrollmechanismen. Das ist da die Herausforderung. Mikrofon Nummer 1 again. Ihr habt über die Umlaufzeit, um die Uhr gesprochen, die einmal rings um den Beschleuniger läuft. Wie kann man bestimmen, was der erste Bunch von den Teilchen ist? Ja, also das wird nicht zwingend gebaut, sondern das ist eher eine konstruierte Idee, diese Uhr. Da können wir hier nochmal auf das Slide zeigen. Also es gibt einen Counter, der quasi weiß, wie viele 40 MHz Clockzyklen ein Umlauf sind und zählt die einfach mit. Das wird nicht mit einem echten Marker gemessen. Aber es gibt theoretisch eine Struktur im gesamten Strahl, das heißt, man könnte es da sogar messen. Mit den Kickermagneten, wenn die zum Beispiel hochfahren, könnte man an deren Feld messen, wie die Partikel am Magneten vorbeikommen, aber es ist viel einfacher, einfach die Zeit zu zählen. Mikrofon Nummer 4, please. Ihr habt gesagt, ihr habt sehr, sehr präzise Anforderungen an die Timing-Uhr. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit der Begrenzung durch die Lichtgeschwindigkeit? Ja, es ist natürlich ein Bedenken. Also wenn wir ein Kabel legen um die 27 Kilometer, dann hat man natürlich schon ein großes Delay allein im elektrischen Signal durch diese Signalleitung. Und das muss dann natürlich auch wieder rauskalibriert werden. Das müssen wir messen und dann entsprechend in Software kompensieren für die Zeit, die das Signal braucht, um an jeweiligen Gerät anzukommen. Ist es gefährlich, in der Nähe von den Betonblöcken zur Kühlung zu stehen? Also in Bezug auf Strahlung? Difficult, yes, it's not recommended. Es wird nicht empfohlen. Die Systeme dort haben alle sehr gut geschlossene Türen mit Sicherheitssystemen. Es wird sehr darauf aufgepasst, dass das nicht passieren kann. Das Zugangssystem ist da sehr gut strukturiert. Vielleicht habt ihr den Film Engel und Dämonen geguckt. Da gibt es etwas in der Art. Wir haben zum Beispiel Iris-Scanner an ganz vielen Türen, wo entsprechend die Iris gescannt werden muss, damit nur Leute an Orte kommen, wo sie hin dürfen. Es gibt da ein sehr durchdachtes Zugangskontrollsystem. Mikrofon Nummer 1, please.
Was ist der Grund dafür, dass die Experimente so weit auseinander entfernt sind am LHC, also auf gegenüberliegenden Seiten? Ja, also ihr redet wahrscheinlich von Atlas und CMS. Der Grund dafür ist, dass wenn die konstruiert wurden, gab es ein bisschen die Angst, dass einzelne Partikel vielleicht aus verschiedenen Experimenten miteinander gegenseitig interagieren. Und deswegen wurden sie so weit auseinander gemacht wie möglich, damit es garantiert keine Interaktion zwischen den Experimenten geben würde. If I can see it correctly, microphone number 5. Hello. I've seen that you've also using the CAN bus. What are you using? Ich habe gesehen, dass ihr den CAN bus benutzt. Wofür benutzt ihr den? Ja, also ich weiß zumindest eine Anwendung, die ist innerhalb eines Experiments. Es wird im Moment überlegt, die komplette Kontrolle aller Detektoren auf einen CAN bus umzulegen. Weiß nicht, ob es tatsächlich eine Anwendung gibt innerhalb der Beschleuniger selbst, aber vielleicht, wenn ihr später noch nach vorne kommt, können wir welche finden. Microphone number one. Do you have any official data about how many tons of duct tape? Habt ihr spezielle offizielle Daten dafür, wie viele Tonnen Gaffertape in dem ganzen Ding verbaut sind? Nee, haben wir leider nicht. Wie sieht's mit Kabelbindern aus? Leider auch nicht. Okay, as far as you can see, the interwebs again with a question. Yes, do you know your monthly power bill? Kennt ihr die Kosten für den Strom, den ihr im Monat braucht? Nee, glauben wir nicht. Was aber bekannt ist, ist, dass Frankreich, es ist größtenteils, tatsächlich ist der Strom eine Spende von Frankreich. Also das ist einer der größten Beiträge von Frankreich, ist, dass sie den Strom stellen. Und im Winter ist der Strom ja auch teurer und deswegen Im Winter ist der Strom teuer und deshalb schaltet man den LHC für Wartungszeiten speziell für den Winter ab, weil er da teurer ist. Und das reduziert halt die Kosten für den französischen Beitrag. Because every time when we also like have dipole magnets, then basically we bend the particles. Wann immer wir Dipolmagneten im Arc haben, muss der Strahl auch wieder fokussiert werden. Und weil wir ja auch gleichgeladene Teilchen im Bunch haben, werden sie sich gegenseitig abstoßen und deswegen müssen wir sie immer wieder fokussieren. Interessant. I don't see any questions. Ich sehe keine weiteren Fragen. Irgendwas im Internet? Nein, so sieht's nicht aus. Vielen Dank an Stefan und Severin. Einen warmen Applaus.